Kranke Topcard, bekommst du auch eine Prämienhöhung? Hallo und herzlich willkommen, da ist der Christian von easyandschön.ch. Schön, bist du heute wieder dabei. Willst du up to date sein rund ums Thema Versicherung, Steuern und Finanzen? Dann abonniere hier oben den Kanal und du bist immer informiert, wenn ein neues Video von uns erscheint. Es geht heute um das Thema Krankentaggeldversicherung und es betrifft einerseits Unternehmen und auch dich als Angestellter einer Firma. So, Krankentaggeld kurz, was ist das? Die Krankentaggeldversicherung grundsätzlich schließt die Unternehmung ab für seine Angestellte, falls die längerfristig krankheitsbedingt ausfallen würden, gibt den Benefit, dass dir als Mitarbeiter bei Krankheitsausfall den Lohn fast über 2 Jahre in einer Variante ausgezahlt, also weiterbezahlt wird. Andererseits für das Unternehmen eine gute Lösung, weil in dieser Zeit muss sie nicht noch deinen Lohn zahlen, sondern die Versicherung übernimmt das. Das heißt, man kann eigentlich eine Person suchen, die die Arbeit weiterführt, der krankgeschriebenen Person. Kurz zur Erklärung. Nun, Thema Prämienerhöhung. Es ist eine Tatsache, dass die Versicherer beim Krankentaggeld zu eng kalkuliert haben. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, wenn du 100 Franken Prämien hast, dass rund 80 Franken bereits schon wieder hinausgehen für Leistungen, die bezahlt werden müssen. Und da bleibt noch ein Gap von 20 Franken, jetzt als saloppes einfaches Beispiel, was viel zu wenig ist, um eine Krankentaggeldversicherung lukrativ schlussendlich zu gestalten und entsprechend auch über Jahre hinweg eine attraktive Prämie zu haben. So, das heißt natürlich, es gibt jetzt Prämienerhöhungen. Das funktioniert im Krankentaggeldversicherungsgeschäft ein bisschen anders als auf dem normalen Markt, sage ich jetzt einmal so. Und zwar kommt die Versicherung auf dich zu, sagt, hey, wir müssen die Prämie für dich erhöhen oder wir müssen den Vertrag sanieren, macht dann einen Vorschlag, was die Prämie ist für das nächste Jahr. Dann hast du im Prinzip als Unternehmen die Möglichkeit zu sagen, okay, fein, wir verstehen das, wir nehmen hier dieses Angebot an der Gesellschaft, die wir jetzt sind, oder wir sagen, wir gehen als zweites auf den Markt, sondieren mal, ob ein anderer Versicherer uns ein besseres Angebot macht zu den gleichen Konditionen, vielleicht andere Konditionen. Aber aufgepasst natürlich, der Markt oder die anderen Versicherer wollen wissen, wie viel Prämie hast du bezahlt über die letzten 3 Jahre und auch wie viel Schadenfälle wurden bezahlt. Aufgrund von dem machen sie dann halt ein Angebot oder vielleicht auch nicht. Das kann also gut möglich sein, dass auch dieses Angebot der bestehenden Versicherung das Beste und das Einzige sein kann. Aber vergleichen lohnt sich. Hierzu, wenn du Fragen hast, nimm mit uns Kontakt auf. Wir machen das sehr gerne für dich und schauen, dass du eine gute Lösung hast. So, das ist also mal die Ausgangslage. Die Gründe, warum ein Krankentaggeld jetzt teuer sind, grundsätzlich ist nicht eindeutig. Man kann jetzt sagen, ja, es wegen Covid-19. Nein, ist sicherlich ein Trigger, der natürlich hinausläuft. Logischerweise sagt man aber auch, dass man viele Fälle hat, die die Menschen länger krank sind, also wirklich nicht nur 2-3 Monate, sondern über 6, 12, 24 Monate. Das heißt natürlich, die beziehen eigentlich mehr und einfach, was ein Faktor ist, heutige Gesellschaft, dienstleistungsorientiert, heißt, wir haben sehr viel mehr psychische Erkrankungen und das geht einfach nicht von heute auf morgen in diesem Umfeld. Das müssen wir auch realistisch sehen. So, das ist die Ausgangslage. Nun, was betrifft das für dich als Angestellter von einer Firma? Da entsprechend grundsätzlich das Unternehmen dir einen Teil der Krankentaggeldprämie vom Lohn abziehen kann, der faste Abzug, vielleicht zahlt aber auch die Firma die volle Krankentaggeld, das kann auch sein. Schau mal auf den Lohnabrechnung, dann siehst du es. Kann es natürlich sein, wenn jetzt der Vertrag auf das nächste Jahr ändert, dass du einen höheren Abzug auf deinem Lohnabrechnung hast und entsprechend weniger Cash in deinem Pocket. So, für die, die es interessiert, Richtgröße von einer Krankentaggeldprämie sagt man so 1% entsprechend der
Löhne, natürlich ist das sehr abhängig von den Anspruchsgruppen, auch von der Branche, Tätigkeiten, bestehende Firma, Schattenrunde und so weiter und so fort. So, nun meine Frage in die Community. Hast du so selber als Unternehmer oder Führer eines Unternehmens eine Erhöhung beim Krankentaggeld erhalten? Oder bist du jetzt als Angestellter einer Firma mit dem konfrontiert, dass du plötzlich auf dem Lohnausweis einen höheren Abzug hast? Dann rein in die Comments, würde mich sehr wundern nehmen. In diesem Sinne, wenn ihr es noch nicht seid, seid easyinsurance.ch. Dein Versicherungsguide Christian. Ciao!